Ich habe übrigens den gleichen Anwendungsfall oder einen ähnlichen Anwendungsfall wie Traflo. Nämlich immer, wenn ich hier einen Talk halte, dann passt das Color Scheme nicht. Deswegen habe ich auch irgendwann mal in... Achso, falsch. In die Doku von diesen nicht dokumentierten Ansehcodes in Xterm oder so geschaut und habe da sowas gefunden wie... Es hieß irgendwie OSC, genau. OSC ist irgendein Specific Command. Und Specific Command Nummer 10 heißt zum Beispiel, setz die Text Foreground Color. Und Specific Command Nummer 11 ist, setze die Text Background Color. Und 12 ist dann Text Foreground, Cursor Foreground Color und so weiter. Deswegen habe ich mir ein kleines Skript geschrieben. Achso, und 4 ist offenbar irgendwie, setze das Color Mapping für die Farbe Nummer so und so. Deswegen habe ich mir ein Skript geschrieben, um Farben von hell auf dunkel und andersrum umzumappen. Deswegen kann ich jetzt hier Solarized Light sagen. Und es ist weiß. Yay. Und Solarized Dark macht es wieder dark. Und wenn man sich das im Output anguckt, dann stehen da seltsame Farbdefinitionen drin, vor einem Escape, was? irgendwie sowas, ja. Dafür muss man aber auch Xterm benutzen, oder? Das ist kein Xterm, weil Terminal-Emulatoren sind sehr schlau und benutzen das einfach in Xterm weiter, aber nicht alle. Ist das echt RGB? Also, weil mein Xterm macht irgendwie RGB downgemappt auf Color-Palette. Weißt du, ob das echt RGB ist? Welche Color-Palette? Was auch immer dein Bild ist, 256 Farben irgendwas. Das ist ein AXVT Unicode 256 Color, das hat nur 256. Das ist auch nicht, aber er hat ja RGB. Ich habe es nie ausprobiert, okay. Weil offenbar funktioniert es. ich glaube. Also, das sind echte RGB-Values hier oben, die ich da reinstopfe. Findet man das hier irgendwo? Na egal, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich es gefunden habe. Steht es in einem Skript drin vielleicht? Moment. Und dann noch ein kurzer Shortkey, um das in Vim auch umzumappen. Beweis durch Verweis auf nicht existierende Doku ist also fehlgeschlagen. Ah, hier. Okay, Da habe ich offenbar gerade drin gesucht. Operating System Commands sind es. Och, Mann. Auch nicht. Es steht bestimmt da irgendwo drin. Also, falls du es genau wissen willst, guck in die URXVT-Manpage oder in das, was du eben schon verlinkt hast. Ja, und da findet man manchmal ganz interessante Features von seinem Terminal, die man gar nicht kannte.